Hallo bei Holzweigen TV zum Thema Drechseln. Ich möchte Ihnen heute anhand von zwei einfachen Profilen das Langholzdrechseln näher bringen. Es handelt sich dabei um das Profil Stich, also ein V-förmiger Einstich, und um das Profil Stab. Muss man sich vorstellen, ein Halbrundstab oder auch eine Kugel. Dazu werde ich zunächst das Profil oder besser gesagt die Hilfslinien aufzeichnen. Das mache ich aufgrund der Geschwindigkeit am besten bei laufender Maschine. Das reicht fürs Erste. Das erste Werkzeug für den Stich, das ist der Meißel. Ich werde jetzt mit dem Meißel spitze voran und nach unten einen kleinen Vorstich ausführen, damit ich eine sichere Führung habe und dann den eigentlichen Stich ausführen. Kleiner Vorstich, kurz und kräftig. Jetzt weite ich auch mit dem Meißel den Stich auf, indem ich rechts und links das Werkzeug einsteche. Wichtig dabei ist, dass das Werkzeug auch immer in Schnittrichtung zeigt. Nur dann bekomme ich auch wirklich einen sauberen, ziehenden Schnitt. Wechselseitig immer rechts, links, rechts, links. Der nächste. Bei der Werkzeugführung ist es wichtig, dass ich mit der Spitze zunächst vorsteche, dann gebe ich die Schneide dazu und schmieg mit der Schneide entsprechend an die Werkzeugspitzplante an und erhalte somit einen wunderbaren Schnitt. Das war jetzt der Stich, das ist im Prinzip auch die Vorarbeit für den Stab, den ich jetzt der Einfachheit halber mit der kleinen Röhre ausführe. Selbstverständlich kann man einen Stab auch mit dem Meißel machen. Der Meißel ist aber etwas griffiger, etwas giftiger in der Anwendung und für einen Anfänger, für einen Drechseleinsteiger, daher auch etwas komplizierter, etwas schwieriger. Und die Röhre ist da viel gemütlicher. Mit der geht es viel einfacher. Ähnlich wie bei einer Zwiebelschale schneide ich Schale für Schale und nähere mich dem Stab. Auch die Röhre zeigt das ganze Werkzeug in Schnittrichtung. Zusätzlich nehme ich die Röhre hoch und erreiche somit auch einen ziehenden Schnitt. Durch die Drehung behalte ich den ziehenden Schnitt bis zum Mittelpunkt bei. Durch so angewandtes Werkzeug erhalte ich eine spiegelblanke, saubere Oberfläche, die kaum noch geschliffen werden muss, und somit komme ich sehr schnell zu einem sauberen Ergebnis. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Holzweigen TV. Danke.